Hallo und herzlich willkommen bei den Turn On News. Das ist der Meru. Wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Ich bin der Jens und jetzt geht's los. Könnten Smartphones Kinder kriegen? Da würde das Kind vom iPhone X und dem Huawei P20 Pro aussehen wie das Motorola P30. Das Motorola P30 wurde jetzt ganz frisch vorgestellt. Zuerst hatten wir noch so ein geleaktes Foto gesehen und dachten so, ja, das kennen wir doch irgendwo her. Und berichten wir erstmal nicht drüber, weil es ist ja nur so ein Leak. Und dann ein paar Stunden später, war es offiziell raus. Und das Foto ist irgendwie fast das Gleiche. Und also, naja. Das sieht schon sehr stark danach aus. Das Motorola P30 hat einen Snapdragon 636, also Mittelklasse, 6 GB Arbeitsspeicher, was ich recht krass finde. Und zwei Speichergrößen, einmal 64 und 128 GB. Genau, soll so umgerechnet 270 Euro kosten. Allerdings gibt es das erstmal nur in China. Und wir wissen nicht, ob es überhaupt nach Europa kommt. Ich glaube, in China ist das wohl nicht so ein Ding, wenn so ein Handy aussieht wie eins, was es schon gibt. Aber ich weiß nicht. Du meinst die zwei, die es schon gibt. Genau. Und auch noch so heißt wie eins. Also, ja. Naja, wir werden sehen. Auf jeden Fall, wir beobachten das weiter. Mir ist schon aufgefallen, ich sehe da irgendwie unten keinen Kopfhöreranschluss, aber USB Type-C ist da wohl dran. Naja. Einfach. Also, die mögen es ja ein bisschen kopiert in China. Es ist ja eine Ehre dort. Also, sehr ehrenvoll. Ja. Auf jeden Fall gelungen. Doppelt quasi. Während der WM, die ja vor ein paar Wochen, oder ist das schon Monate her? Das ist Wochen her. Jedenfalls, da habe ich mal nach einem Fußballspieler gegoogelt und dann habe ich so ein Video bei Google angezeigt bekommen, wo er so Fanfragen beantwortet. Und das ist jetzt tatsächlich, ergibt jetzt langsam Sinn, denn Promis können mit einer eigenen App Fanfragen beantworten. Und die hast du sogar auch. Du bist ja auch ein Promi, ne? Nee, die App kann jeder runterladen. Das Ding ist, dass ich mich dafür registrieren müsste, ja. Und die müssten dann sehen, dass ich ein Star bin und dann könnte ich erst Fragen beantworten. Noch nicht so ganz klar wird mir, wann ich diese Fragen stellen kann. Und meistens sind das hier so offizielle Fragen, die man hier so auswählen kann. So, ja. Do you have tattoos? Where are you born? Und also wo kommst du her und so. Und man sucht sich einfach eine Frage aus. Hier, most questions, wo kommt man her? Und dann kann man das quasi mit der Frontkamera aufnehmen und dann sagen, ja, ich komme aus Berlin geboren. Und dann hat man diese Antwort hier. Genau so, ja. Immer wieder da drin, ja, und kann das speichern und angeben. Das ist aber nur eine Demo, das heißt, ich kann das nicht wirklich machen, sondern ich müsste dafür ein Star sein. Mich interessiert ja, wer da irgendwo sitzt und entscheidet, ob du ein Star bist oder nicht. Ist da Dieter Bohlen irgendwo? Ich glaube, da musst du im Dschungel gewesen sein. Interessant. Oder auf jeden Fall, probiert es mal aus, googelt mal nach eurem Lieblingsstar und vielleicht findet ihr da schon so ein paar so Video-Antworten von dem. Das ist irgendwie ganz cool. Irgendwie ganz nett, ja. Mhm. Also, um ein bisschen so an die Leute ranzukommen nochmal, so ein bisschen was Persönliches zu kriegen. Man könnte jetzt versuchen, rückwärts zu analysieren, was für Smartphones die wohl haben, weil du dann vielleicht sehen kannst an der Aufnahme. Nee. Was der vielleicht benutzt. Doch, das könnte man schon fast. Das wäre doch fetzig. Das könnte man. Ich habe auf meinem iPhone X die iOS 12 Beta drauf und jetzt gibt es eine Information, dass die Beta in der 7. Version zurückgezogen wird, weil sie massive Probleme verursacht. Genau, und zwar gab es wohl laut den ersten Userberichten so krasse Performance-Probleme und die Apps haben teilweise bis zu 10 Sekunden und länger gebraucht, um überhaupt zu starten, dass die gesamte Version erstmal von Apple wieder zurückgezogen wurde. Und dadurch verzögert sich wohl auch der Release der nächsten Beta-Version. Klar, weil sie das erstmal ausmergeln müssen und dann können sie die nächste optimieren und blablablub. Das heißt aber auch, dass eigentlich nur die Zeit, bis wir dann die volle Version haben, die ja auch erst irgendwann Ende September oder so kommt oder im Oktober, wenn dann das nächste iPhone da ist, verfügbar sein wird. Also eigentlich können wir froh sein, dass wir das zumindest schon testen können, aber es ist halt eine Beta, dass da Probleme entstehen, wundert mich jetzt überhaupt nicht. Dazu ist die Beta ja Dafür ist sie ja da. Genau. Was allerdings jetzt auch schon klar ist, ist, dass Gruppen-FaceTime-Anrufe, die wurden erstmal aus dem iOS 12 Release komplett rausgenommen. Mhm. Die sollen erst nachgeliefert werden. Das bedeutet, es werden nicht zum Release der iPhones und der neuen iOS-Version alle Funktionen da sein. Also kommt da noch was hinterher, weil, ja, warum? Weiß ich nicht, weil ging halt irgendwie nicht. In Sachen Software macht Apple gerade nicht so viel richtig, muss ich sagen. Also das iPhone X war auch das erste Telefon, bei dem ich schon gemerkt habe, iOS 11 ist jetzt nicht so geil. Die erste Beta von iOS 12 war ziemlich geil. Ja? Das war richtig geil. Okay. Man hat noch ganz viele Probleme mit diversen Apps gehabt, aber alles war super schnell, alles war super fluffig, Akkulaufzeit war der Hit. Ja. Und von Update zu Update ist es immer schlechter geworden. Okay, das ist krass. Also ich werde mich auf jeden Fall, ich habe die Beta diesmal nicht installiert, ich werde mich einfach mal überraschen lassen. Huch. Und ja, guck dann, wie das dann aussieht, aber ich hoffe einfach, dass auf jeden Fall eine Verbesserung zur Vorgängerversion da ist. Das ist nicht schwer. Immerhin.
Wir können beruhigt sein, es wird auch im nächsten Jahr ein Note und ein normales Galaxy Smartphone von Samsung geben. Und nicht nur das, sondern noch viel, viel mehr. Also davon können wir ausgehen, weil die ja generell viele Geräte auf den Markt werfen. Aber es dürfte noch zwei weitere High-End-Geräte geben. Und zwar das erste 5G-Smartphone von Samsung und das erste faltbare Smartphone. Zumindest sprach Samsung-Chef DJ Ko davon. Der heißt echt so. Bei einem Investorengespräch. Genau, und das Witzige ist, also nicht das Witzige, das Wichtige ist, dass es also jetzt klar ist, dass diese beiden Reihen nicht verschmelzen. Also es gibt jetzt nicht das Galaxy S10 Note Plus oder was auch immer, sondern es gibt immer noch beides. Auch wenn es natürlich das normale S ja auch schon relativ groß ist. So, aber die also nähern sich immer mehr an. Also bei dem Note dachte ich immer noch so, es ist schön breit, das ist ein massiver Unterschied zu dem schmalen Smartphone. Mhm. Aber das nähert sich immer mehr an. Eben. Und dann noch der einzige Unterschied ist irgendwie der Stift. Und das finde ich ein bisschen schade. Ja, mal sehen, vielleicht lassen Sie sich noch was einfallen. Ich meine, das ist ja schön. Ganz schön viel Zeit. Das Neueste ist ja gerade erst raus gewesen. Jens hat es sich schon angeguckt. Schaut euch das gerne auch noch mal genauer an. Und was ist noch alles möglich? Das ich bin wirklich gespannt, was es mit den faltbaren Smartphones wird. Das wird wahrscheinlich in den ersten Momenten so ein bisschen wie diese Mod-Smartphones sein, wo du denkst so, oh krass, 23, 24, ja, schön. Ja. Genau. Ich habe es gesehen, jetzt hätte ich gerne ein anderes Telefon. Ich bin gespannt, ob das so gut wird, dass es direkt in den Massenmarkt passt. Ja, und auch dieses 5G-Smartphone, da muss ja auch erstmal die Infrastruktur da sein und dann müssen wir mal gucken. Ne? Ich glaube auch, das ist eher so ein Marketing-Ding. Das Motorola hat jetzt auch schon so ein Gerät, das Z3, glaube ich, mit einem 5G-Mod vorgestellt. Das kann man jetzt schon sehen, aber das ist halt auch separat, also ein wirklich dicker, fetter Mod, den man aber auch braucht, eine fette Antennen für. Ich bin sowieso gespannt, was 5G mit den Smartphones nochmal macht, wie stark die das verändern wird. Ich hätte auch nichts dagegen, wenn sie die Telefone mal wieder ein bisschen dicker machen. Ja? Ja. Okay, interessant. Dann passt mehr Akku rein. Dickes, großes Smartphone. Also so eine Tafel Schokolade. Und dann so und am besten, weil man ja auch Antennen braucht, so eine lange Antenne. So. Und dann kann man sich das so... Bananaphone, hallo, Banana. So, meine lieben Freunde, das war's. Das waren unsere vorerst letzten Turn-On-News. Was? Wieso? Kein Mist. Müssen wir packen? Kann ich den Monitor mitnehmen? Also, und den Fernseher werde ich auch haben. Für die nächsten zwei Wochen. Denn und die. Achso. Wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt, sind wir nämlich die nächste Zeit unterwegs. Die Gamescom steht an und danach ist schon die IFA. Da muss ich hin. Da müssen wir natürlich vor Ort sein, vor euch irgendwie die neuesten Sachen uns anschauen. Deswegen haben wir leider keine Zeit für die Turn-On News. Zumal nichts passiert, außer das, wo wir sind. Genau. Und da wäre es noch nett, wenn ihr uns jetzt in die Kommentare schreibt, was wir uns auf diesen beiden großen Messen anschauen sollen, was euch interessiert. Schreibt es uns unbedingt in die Kommentare. Wir lesen das und versuchen dann, das auch dort zu finden. Und solltet ihr uns sehen auf den Messen, egal ob auf der Gamescom oder auf der IFA, sagt kurz Hallo. Wenn wir gerade drehen, dann vielleicht nicht, aber wartet gerne auf uns ganz kurz. Wir sind auf jeden Fall dann für euch da. Und dann könnt ihr auch ein Foto von uns machen oder wir von euch oder jeder von jedem. Das finde ich eigentlich mal ganz geil. Wir haben übrigens für die IFA eine ganz coole Idee, aber wie sagen. Auch für die Gamescom haben wir was auf Lager. Da bin ich nicht dabei, das ist egal. Die Gamescom ist vollkommen irrelevant. Mach mal. Hashtag IFA. Es gibt auch was zu lernen. Hashtag IFA. Schreibt mal Hashtag IFA in die Gamescom. Gamescom. Niemand will zur Gamescom. Köln. Köln. Köln.